Hi, Servus und Hallo miteinander. Heute wieder Kevin Scheuermann von der Firma Scheuermann in Buchen aus dem schönen Odenwald. Nach zweiwöchiger Abstinenz war leider nicht anders machbar. Bei uns war Personalmangel, wir haben jede Menge zu tun. Durch das, dass wir auch Autowerkstatt haben und das Sommerreifegeschäft war oder noch im Gange ist, mehr oder weniger. Langweilig wird es uns momentan nicht. Jetzt waren zwei Wochen leider kein Video, wir haben sogar schon per E-Mail eine Anfrage gekriegt, wann wieder eins kommt. Jetzt haben wir eins gemacht und da auch die Anfrage bezüglich einem Koffer war, haben wir gedacht, nehmen wir einfach heute mal einen Kofferanhänger. Einen Kofferanhänger haben wir noch keinen gehabt. Schauen wir uns diesen Koffer hier an. Wir haben hier einen HK, also Humbauer Kofferanhänger, mit 2,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, 3 Meter Länge, 1,50 Meter Breite und 1,80 Meter Höhe. Da gibt es verschiedene Materialien, es gibt verschiedene Humbauer Kofferanhänger. Dieser hier hat dieses Plywood, ist ein Holzverbundwerkstoff, der beschichtet ist mit Kunststoff, damit man keine Probleme kriegt, zum einen mit Wasser und zum anderen auch mit UV-Strahlung. Das können wir uns auch gleich mal anschauen, wie das aussieht, dieses Holz. Aber wir fangen wie immer von vorne her an, kommen ein bisschen näher her, Raphael. Wir haben die ganz normale Auflaufbremse bei 2,5 Tonnen standardmäßig, ist klar. Mit eben auch Kombination mit der Handbremse, ist auch immer dabei bei der Gewichtsklasse. Wir haben ein vollautomatisches Stützrad, sprich das klappt von alleine ein. Das haben wir schon mehrmals gezeigt in unseren anderen Videos. Da muss man nichts hochziehen manuell oder so, sondern einfach kurbeln, kurbeln, kurbeln. Irgendwann klappt es von alleine ein. Wir haben Unterlegkeile, die jetzt hier fehlen, weil das ist ein Ausstellungshänger. Ne? Der ist bei uns hier noch in der Ausstellung zu sehen. Und wir machen die weg, weil sonst sind am Ende vier da. Hallo, Nachbar, grüßt. So, dann haben wir natürlich auch wie alles, was man so braucht, gesetzlich vorgeschrieben mit dran. Wir haben vorne die Umrissbeleuchtung. Wir haben wieder gewohnte Humbauerqualität mit 15 mm diesem Plywood und 15 mm Bodenplatte. Ebenso die V-Zugdeichsel, tauchbar feuerverzinkt, wie man das kennt, wie man das gewohnt ist. Wir haben hier außen ganz normale 13 Zoll Bereifung, müsste es sein, oh, 15 Zoll, wir haben 15 Zoll Bereifung, je nach Gewichtsklasse unterscheidet sich das, aber es gibt von den Kofferanhängern ganz, ganz viele verschiedene Modelle, bei dem 2,5 Tonnen Hänger ist es jetzt 15 Zoll. Genau, dann gehen wir gerade mal außen rum, kommen wir mal mit, Raphael. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele, also Anhänger, Kofferanhänger gibt es so viele verschiedene Ausführungen. Wenn man da Interesse hat, am besten anrufen, vorbeikommen per Mail oder sich irgendwo auf der Humbauer Seite informieren. Das ist auf jeden Fall so, da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene. Ist unmöglich, das alles zu zeigen. Der hier hat jetzt Doppelflügeltür, die man sowohl rechts als auch links einhängen kann, wenn die komplett aufgeklappt ist. Hier. Und er hat diese Humbauer Multifunktionsleuchte, die man auch schon kenne, auch wieder versenkt, dass die schön weg sind, kann nicht viel passieren. Zum Aufmachen haben wir hier so einen Drehstangenverschluss. Drücke, aufmache, auch wieder mit einem Schloss, also kann man abschließen, ist für einen Kofferanhänger sicherlich auch wichtig. Und dann eben in dem Fall jetzt einmal nach rechts, einmal nach links. Aufklappe und von innen sehen die Hänger eigentlich ziemlich ähnlich aus, alle, also die Kofferanhänger. Wir haben bei jedem Innenleuchte, kann man sie sehen? Ja, ne? Ja. Wir haben eine Innenleuchte, wir haben rechts und links standardmäßig auf dem Boden zur Schiene. Die zur Öse sind verschiebbar und diese Schiene, die man sieht, die ist auch im Rahmen oder mit dem Rahmen verbunden, also da kann man richtig was dran festmachen. Alternativ kann man natürlich auch an der Seite irgendwelche Stäbchen zur Schiene, Airline-Schiene und so weiter. Man kann Sperrstange kriegen, also man hat da alle Möglichkeiten. Jetzt schauen wir uns gerade mal dieses Plywood kurz an. Da habe ich hier unser tolles Prospekt dabei. Komm gerade mal her, Raphael. Das schaut so aus. Das wird eben, das ist ein Verbundwerkstoff mit diesem Holz, was außer beschichtet ist. Gegen die Witterungseinflüsse, dass da nichts passiert, eingelassene Aluprofil. Ne?
Dann haben wir hier, wir haben jetzt hier die Doppelflügeltür gesehen. Es gibt es natürlich auch mit Überfahrwand, wenn einer Motorrad oder was reinstellen will. Und es gibt, also es gibt wirklich fast nichts, was es nicht gibt bei den Hänger, bei den Kofferanhängern vor allem. Von den Modellen her, da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Also man kriegt da wirklich fast nichts, was es nicht gibt. So, jetzt will ich gerade mal gucken, was haben wir noch aufgeschrieben. Genau. Los geht's mit 750 Kilo, also zulässigem Gesamtgewicht. Das ist der kleinste, den man kriegen kann als Kofferanhänger. Bis zu 3,5 Tonnen gibt es auch wieder alles Mögliche, alles in verschiedene Größe. Hier jetzt, wie gesagt, 3 Meter auf 1,50 Meter mit 1,80 Meter Höhe. Und es hört auf bei 6,20 Meter auf 2,50 Meter. Also da gibt es wirklich so viele Modelle, so viele verschiedene. Und von der Höhe 1,50, 2 Meter, 1,80 gibt es alles. Also auch problemlos zum Reinstehen oder so. Man kann genau jederzeit natürlich Zubehör kriegen. Man kann jederzeit an die Seite Stütze machen. Eine, zwei. Man kann eine Verkaufsklappe kriegen, wenn man mehr oder weniger einen Verkaufsanhänger möchte. Man kann innen, das haben wir schon gesagt, diese Stäbchen zur Schiene oder auch diese Airline-Schiene oder sowas mit Nachricht, überhaupt kein Thema. Natürlich für die 100er Zulassung auch wieder Stoßdämpfer, kein Problem. Verstärktes Stützrad kriegt man jederzeit und noch jede Menge mehr. Also wie gesagt, das ist so, das bei der Koffer, da gibt es ja Kühlanhänger, es gibt Bauwagen, die schon ausgebaut sind, fertig. Da gibt es so viel, am besten Anrufer vorbeikommen. Das ist jetzt das normale Plywood, nur um es nochmal zu erwähnen, es gibt auch andere Varianten von Humbauer, also vom Material her. Es gibt Sandwich-Bauweise, nennt sich das, also das ist mehr oder weniger innen drin. Ich weiß nicht, ob das auch da, ah ja, das ist mehr oder weniger innen drin, eine Art Schaumgebinde, so wie man mehr oder weniger Styropor kennt, sage ich mal, aber nicht zu vergleichen mit Styropor, das ist natürlich hier wesentlich formstabiler und auch ein Stück weit isolieren und so weiter. Also gibt es ganz, ganz viel. Und dann gibt es natürlich zum einen diese Sandwich-Bauweise, wo man dann sogar individuell bestimmen kann, will ich 30er, 60er oder 80er Sandwich-Bleche habe. Und dann gibt es noch ein Poly-Alu, das können wir uns auch kurz anschauen. Das ist der hier. Das ist dann so mehr oder weniger die Luxusausführung, ne? Also aus Aluminium. Und vorne dieser Polyverbundwerkstoff, Kunststoff, ne? Ist auch, der hat jetzt hier sogar eine Seitentür, aber das machen wir in einem extra Video. Also wenn jemand Interesse an einem Kofferanhänger oder sowas hat, anrufe, vorbeikomme, auf die Internetseite schaue, gell? Jederzeit gerne. Prima, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Fragen sind, gerne melde, E-Mail, Kommentare oder sonst was. Ansonsten, ja, heute haben wir Dienstag, schönen Restdienstag, viel Spaß in der Arbeitswoche, bis zum nächsten Mal. Ciao.